Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Kennst du das? Es gibt Millionen von Produkten auf dem Kosmetikmarkt und jedes verspricht dir, dich noch schöner zu machen und ist noch besser als das andere. Und kennst du das? Du weißt nicht, welche Wirkstoffe oder welches Produkt wirkt wirklich und welches ist sogar schädlich. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, die ist wirklich eigentlich unglaublich. Es gibt ein Forscherteam von Dermatologen in Illinois an der Northwestern University und die haben 2014 eine Publikation in dem Fachjournal JAMA gemacht. Und die haben gezeigt, dass es schwerste Nebenwirkungen im Bereich von Kosmetikprodukten gibt. Und ein Beispiel ist, unglaublich, dort gibt es ein Produkt, das wird für die Haarpflege verwendet, also Haarshampoos und Haarconditioner. Dort gab es und gibt es bis heute, das ist immer noch auf dem Markt, 21.000 Beschwerden im Jahr 2014 zu vermehrtem Haarausfall und starkem Rötung. Und das Krasse ist, dass dieses Produkt heute noch bei Amazon und QVC im Markt ist. Und deswegen muss man sich immer mehr damit beschäftigen, was ist gut und was ist nicht gut. Und auch die Zeitschrift Ökotest, die vergleicht immer mal so an die Faltencremes, Shampoos oder Haarfärbemittel. Dort sind immer auch interessante Tests mit drin. Und apropos Tests, das ist mir extrem wichtig, dass du das weißt. Es gibt ja auf den verschiedenen Produkten die Aufschrift klinisch getestet. Dermatologisch empfohlen, dermatologisch getestet, hypoallergen, Allergiker geeignet. Und was sind von diesen Claims, was ist davon zu halten? Weil die klingen ja sehr seriös und ich will auch auf den ersten Blick sagen, boah super, wenn das klinisch getestet ist, dann muss das ja richtig gut sein. Und wenn man sich aber genauer anguckt, was das wirklich bedeutet für das Produkt, dann muss man sagen, das ist extrem krass. Das ist so, der Hersteller darf sich genau aussuchen, wie er sein Produkt untersuchen möchte. Und wenn er das dann untersucht hat, nach seinen Vorstellungen, da gibt es keine Kriterien, dann hat er es ja getestet und er muss es auch nicht veröffentlichen, was er getestet hat und ob es positiv oder negativ getestet ist. Das heißt, es reicht, klinisch getestet draufzuschreiben und du weißt gar nicht, ob es jetzt gut ist oder schlecht. Das reicht, um das Prädikat oder den Siegel klinisch getestet zu haben. Und wenn du allergische Haut hast oder wenn du Problemhaut hast, dann gibt es eigentlich im Moment zwei gute Siegel, die ich empfehlen kann. Das ist einmal das DAAB, ja, oder das ECARF-Siegel. Das sind speziell für Allergiker sehr gute Siegel. Da kann man auch auf die Homepage gehen. Die empfehlen auch Produkte. Was der Vorteil ist bei diesen Siegeln ist, das sind unabhängige Wissenschaftler, die sich genau mit den Produkten befasst haben, die genau geguckt haben, passt das, und eine externe Meinung geben und die screenen auch nochmal genau die Inhaltsstoffe. Das ist mir extrem wichtig und das sollte dir auch wichtig sein. Für allergische Haut sind das zwei Siegel, die super sind. Wenn du eine vegane Kosmetik möchtest oder Kosmetik, die Tierschützer empfehlen, also auch die keine Tierversuche machen, dann gibt es eine Homepage, Kosmetik von Peter, das ist so eine Tierschutz- und Tierrechtsschutzorganisation, die speziell Produkte bewertet aufgrund von Tierversuchen, die nicht durchgeführt werden, oder vegane Kosmetik. Das ist der Tipp, Peter einfach mal eingeben. Wenn du möchtest, verlinken wir das auch nochmal unter dem Video, das ist gar kein Problem. So, jetzt habe ich ziemlich viel Negatives berichtet. Jetzt müssen wir ja gucken, wie kriegst du ein perfektes Produkt für dich oder was kannst du tun, um ein richtig gutes Produkt auszuwählen. Und das Wichtigste ist als erstens, analysiere deine Haut. Es gibt so Hautanalysegeräte und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Haut. Wir haben trockene Haut, wir haben fettige Haut, wir haben junge Haut, wir haben alte Haut. Wir haben dunkle Haut, wir haben dünne Haut, wir haben dicke Haut, wir haben helle Haut, also alles Mögliche. Und um ein optimales Produkt zu finden, braucht man erstmal die Info, was für ein Hauttyp bist du und was braucht deine Haut wirklich.
Und das ist das Allerwichtigste, Analyse der Haut. Der zweite Punkt ist dann, der extrem wichtig ist, ist der pH-Wert der Haut. Man hat getestet, der pH-Wert der Haut, der normalen jungen Haut, ist zwischen 4 und 6,3. Der normale Test ist immer so bei 5,5, aber die Range liegt zwischen 4 und 6,3. Und warum ist das so wichtig? Weil nur wenn du einen guten Säureschutzmantel hast, der nicht durch irgendwelche Verletzungen oder durch verschiedene Rupturen die Feuchtigkeit aus der Haut ermöglicht, dieser Säureschutzmantel ist extrem wichtig, um die Elastizität und die ganze Spannung in der Haut zu behalten. Und wenn du dir anguckst, dass die Alterung der Haut schon ab Mitte 20 beginnt, und zwei Aspekte hat, das sind einmal die intrinsischen Aspekte und einmal die extrinsischen Aspekte, ist die Pflege noch umso wichtiger. Die intrinsischen Effekte sind, dass du eine Genetik hast. Vieles ist genetisch schon vorgegeben, aber die andere Hälfte wird von extrinsischen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel rauchst du, schläfst du genug, wie ist deine Ernährung? Das sind wichtige Punkte, das hast du schon die halbe Miete, aber was tust du auch auf die Haut? Ja, wie behandelst du deine Haut? Streichelst du die oder machst du es anders? Ja, und deswegen, die extrinsischen Faktoren kannst du beeinflussen und hier kannst du wirkliche Ergebnisse auch bekommen. Und jetzt gehen wir mal konkret in die Schritte und die Dinge, die man machen kann. Bei trockener Juckreiz, zu Juckreiz neigender Haut, gibt es verschiedene Aspekte. Du brauchst erstmal eine schöne Lipidgrundlage. Eine wichtige Lipidgrundlage, da solltest du immer mit Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren machen. Dazu zählen zum Beispiel die Linolsäure, Linolensäure. Du kannst es mit Shea-Butter machen. Da gibt es so viele verschiedene. Das ist eine wichtige Grundlage. Dann der Feuchthaltefaktor Nummer 1 ist Harnstoff, Urea. Und da gibt es Konzentrationen zwischen 2% und 20%. Wenn du zu juckender Haut oder so ledierte Haut neigst, darfst du nicht mehr als 5% Harnstoff, Urea in dem Produkt drin haben. Sonst greift das sehr die Haut an. Man sollte auch erstmal niedrig starten und immer mehr steigern. Aber Harnstoff ist eine der wichtigsten feuchtigkeitshaltenden Substanzen. Dann, wenn die Haut sehr juckt, gibt es zwei Wirkstoffe, die ich empfehlen kann, die man nehmen kann. Das ist einmal das Polidocanol, das ist ein Lokalanästhetikum. Und das zweite ist das Methoxypropandiol. Das ist sehr gut, das ist so ein Mentholgemisch. Das ist dadurch, dass es dann kühlt, hat es einen juckreizlindernden und kühlenden Effekt. Wirklich ein gutes Produkt. Noch zwei weitere, die ich empfehle, sind natürliche Produkte aus der Süßholzwurzel und dem Hamamelis-Extrakt. Das ist einmal das Alpha-Lycocalcon, das ist auch sehr, sehr gut, Lycocalcon A, und die Hamamelis-Extrakte, die sind auch wirklich gut, um hier den Juckreiz zu reduzieren. Welche Produkte sind die sogenannten Anti-Aging-Produkte? Die Produkte, die die Elastizität geben, die Hautdichte, die Hautdicke, die Oberflächenstruktur gut positiv beeinflussen. Das ist zum Beispiel Vitamine, Vitamin A und C. Vitamin C hat das große Problem, dass es sehr, sehr schnell instabil wird. Aber das sind Wirkstoffe, die wirklich auch wirken in der Haut. Dann gibt es ganz tolle Peptide. Die nennt man KTTKS und GEKG. Ja, die sind wirklich auch nochmal getestet und haben auch wirklich die Wirkung nachgewiesen. Also wenn du darauf achtest oder Hautalterung ein Thema für dich ist, dann sind die Peptide gut. Und dann der letzte Aspekt, den man auf die Haut aufcremen kann, der wirklich noch einen Vorteil bringt, der auch getestet ist, ist das Sphingosin. Ja, das ist ein Aminoalkohol, wirklich getestet und hat eine Wirkung. Jetzt gibt es natürlich auch ganz neue Produkte, die nicht nur auf die Haut aufgetragen werden, sondern die man sogar einnehmen kann, sogar Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, speziell für die Haut. Und welche sind zu empfehlen? Das ist zum einen die Carotinoide. Die Carotinoide, dazu zählen drei Stück. Das ist einmal das Beta-Carotin, das ist sollte man so 20 bis 25 Milligramm über 12 Wochen, dann hat es noch einen Effekt auch auf die Haut wegen der Sonnenempfindlichkeit, aber es hat auch eine
hautverjüngende Wirkung, dann das Lutein und das Lycopin. Das Lycopin ist aus der Tomate, die Tomatenfarbe, das ist das Lycopin. Dann gibt es noch drei, die zusätzlich oral auch eingenommen werden können. Meistens solltest du Carotinoide mit Alpha-Tocopherol oder Vitamin C einnehmen, das ist wirklich gut. Zwei zusätzliche sind noch einmal die Isoflavone und die Epikatechine. Genau, die Epikatechine, die sind nochmal für die Hautdichte, die Hautdicke und für die Elastizität sehr, sehr gut. Und da gibt es auch wirklich Studien zu, die dann im Endeffekt positive Wirkungen haben. Wenn sich das Thema Kosmetik interessiert, weil hier gibt es wirklich noch sehr viel. Wir haben auch zum Beispiel nochmal speziell für den Winter nochmal unterschiedliche Sachen, die man noch empfehlen muss. Dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und ich freue mich, in den Kommentaren zu lesen, was dich noch interessiert. Bis zum nächsten Mal, dein Frank.